Und willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Ja. Tote Leertaste. Ja, ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich freue mich. Die Freude ist deshalb umso größer. Ich habe einen kurzen Blick in mein letztes Video geworfen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Vor allen Dingen, ich weiß ja gar nicht, wie die Steuerung funktioniert. Ich habe keine Peilung. Keine Peilung, aber irgendwann muss ich es ja mal spielen, nicht wahr? Ich hoffe jetzt, dass ich wenigstens irgendwie hinter einer sicheren Tür starte. Oder vor einer sicheren Tür und meine Ruhe habe, dass ich mal eben kurz die Steuerung checken kann. Aber ich glaube schon, bestimmt. Ich komme jetzt noch nicht bei diesem Klimaanlagen-Vieh raus. Oh Gott, ich bin so tot. Ich werde... Komm, lass uns mal wetten. Wie oft werde ich sterben? Ich würde sagen, also 4-mal bestimmt. Boah, ist die Steuerung träge oder kommt mir das nur so vor? Entschuldigung. So, das ist... Jetzt ärgert mich auch noch meine Katze. Ich sitze hier auf einer Couch, müsst ihr euch vorstellen, ja? Auf einer Couch. Und meine Katze findet es gerade sehr witzig, unter der Couch mit einem Pfötchen meinen Fuß anzustupsen. Ihr könnt euch vorstellen, in einer etwas anderen Situation hier in diesem Spiel hätte dies wahrscheinlich einen ganz kleinen erschrockenen Ausraster gefordert bei mir. Wenn mich auf einmal was an meinem Fuß anstupst, unter der Couch. Boah, ich hasse Katzen. Warum habe ich nur zwei? Katzen sind definitiv... unproduktiv beim Aufnehmen solcher Spiele. Ich finde es voll schön hier. Guck mal hier. Tomaten. Und Tomaten. Und was haben wir hier? Und Gammelzeug. Und noch mehr Gammelzeug. Hey, hier könnte ich es aushalten für eine Weile. Wobei ich nicht mal Tomaten mag. Gut, also das ist Zielen. Wahrscheinlich ist das Schießen. Hopsala, sehr gut. Ich will jetzt nicht alles auschecken. Okay, das ist Treten. Springen gibt's wohl irgendwie nicht. Boah, Leute, ey. Also das erste Mal zählt nicht, wenn ich da reingehe. Weil ich erstmal gucken muss, ne, wie es so ausschaut. So, ich weiß, das tut man eigentlich nicht, aber ich muss doch mal eben kurz hier reingucken, Leute. Achso, ja, das hilft mir sehr viel, das auch. Okay, gut, hilft mir gar nicht weiter. Learning by doing, sage ich da mal nur. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Boah, ich weiß sogar noch, wie das funktioniert hier. Ich bin großartig, oder? Ach, ich bin awesome. Ich bin so fucking awesome. Wer schmeißt hier seinen Müll einfach hinter die Armaturen? Unverschämtheit. Unverschämtheit. Rettet den Regenwald. Recyceln, sage ich nur. Recycling. Recycling. Die Hacke-Peter-Party ist vorbei. Wer macht hier sauber? Und schon sind wir bei dem Spiel. Wie heißt das nochmal? Blabla-Cleaner. Das hole ich mir irgendwann. Ich finde das voll witzig. Aber das mache ich, glaube ich, nicht als Let's Play. Ich mache einfach sauber. Weißt du, ich mache sonst nie gerne sauber, aber hier mache ich sauber. Oh, ich habe keinen Bock, Leute. Hört mal. Ich wollte gerade sagen Hubschrauber, aber jetzt klingt das mehr wie so ein sehr langgezogenes Bäuerchen. War die Kameraführung jetzt episch oder war die episch? Ja, ich weiß, ich zieh's in die Länge, das Elend. Wie ging da nochmal Stase und sowas? Ich hätte vorher mal in die Beschreibung gucken sollen. Wartet, das mache ich jetzt live. Ich weiß, das machen Profis nicht. Ich bin auch kein Profi. Meine Katze ärgert mich. Hör auf. Hörst du auf? Das kann ich meine Katze... Okay, das war jetzt ausnahmsweise nicht meine Katze. So, mal eben gucken. Steuerung. Da. Nahkampfangriff brauche ich nicht. Wo ist denn hier Stase? Gibt's gar nicht. Stase-Modul. L1 und das. Ah! Jetzt hat mich meine Katze nicht nur angestupst am Fuß, sie hat ihre Krallen ausgefahren. Ach, ich liebe Katzen und Katzen lieben mich. Ich weiß auch nicht, was die im Moment haben. Ja, ich weiß, ich ziehe es in die Länge. Also L1 und oben ist Spring, L1 und Dreieck ist Stase. Oh Gott, ich bin doch so...
Das ist Springen. Funktioniert jetzt natürlich nicht. Gut, Leute, komm. Ich zögere es nicht weiter hinaus. Ach so, ja gut. Hier kommt eh noch eine Szene, habe ich vergessen, hier bei diesem schönen Ding. Ist schon. Hörst du jetzt auf? Da ist noch jemand drunter, ne? Ey, ich raste gleich aus. Meine Katzen, die ärgern mich gerade. Ich mache meine Füße mal jetzt woanders hin. So. Ich raste aus. So, los geht der Spaß. Ich will es euch nicht länger vorenthalten. Ach du Scheiße. Mach mal Licht an. Danke. Hier die ehemaligen Kollegen, ne? So, ein Springen ist dann nach da. Ne, weg da. Ah, gut. Ah! Wollen wir nochmal schießen da, ne? Ah! Okay, ich bin, glaube ich, zu spät gesprungen. Aber ist ja egal. Oh, epischer Anfang. Ich bin so gut. So, wie ging das jetzt nochmal? Jetzt hat er da große Mündchen aufgemacht, oder? Nicht? Ja, tatsächlich. Shit. Wow. Boah, ich bin ja voll gut, ey. Nachladen. Also geht doch. Jetzt macht er das Mündchen auf. Ah! Oh Leute. Es tut mir leid. Ich erkläre es ganz kurz. Meine Katzen haben sich gerade dazu entschlossen, da ich ihnen nicht die nötige Aufmerksamkeit widme. Die durch das Zerkratzen von meinem Fuß sich erhofft haben, schmeißen sie einfach mal von meinem Tisch, wo auch die Aufladegeräte für meine Konsolen, für meine Analogsticks und sowas draufstehen, schmeißen wir einfach mal alles runter. Handy, Navigationsgerät, Aufladegerät, alles runtergeschmissen. So, und ich muss die Katzen eben rausschmeißen. Ich mache einen kurzen Cut, entschuldigt bitte. Ey, aber sowas meine ich, ne? Man darf bei solchen Spielen keine Katzen haben. Der Bruger macht's richtig, der schmeißt die von vornherein raus. Ich weiß gar nicht, warum ich die hier drin gelassen habe. So, entschuldigt bitte, weiter geht's. Ja, jetzt war doch irgendwas mit Stase, ne? Oder wie war das? Oder muss ich erst den dritten Pimmel auch noch kaputt machen? Ich habe gar nicht mehr so viel. Wie wechsle ich nochmal die Waffe? Weiß ich gar nicht. Ah, jetzt kriege ich's ab. Jetzt bin ich nicht schnell genug gewesen. Wo bin ich denn da? Komm, schieß. Jawollo. Ach, ich wollte doch nur nachladen. Wie lade ich denn nach? So. Oh, den habe ich zu spät abgefangen. Bin ich schon kaputt? Ne. Du Scheiße. Aber gleich, wa? Ach du Scheiße, wie mache ich denn? Ja, nimm. Och Mann, Leute, ich krieg das gerade nicht hin. Scheiße. Spuck mich an. Ja, bitte. Habe ich keine Stase mehr? Oh Mann, Leute, ich bin echt am Arsch. Mach dir nochmal mein Dings auf. Stase. Weg. Holla, die weiß ich. Bin sowas von tot. Was mach ich denn? Okay, das klappt nicht so besonders, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie schmeiß ich das denn wieder zurück? Ich bin so kaputt, ey. Wie wechsle ich die Waffe? Schieß einfach rein, ist mir gerade egal. Und springen! Das war zu früh, doch nicht. Sehr gut. Ich mache mal Stase, ich bin so hohl. Hey, das läuft doch gar nicht so schlecht, ey. Ach so, ja, heilen könnte ich mich auch mal wieder. Oh,
Hoppala, in die falsche Richtung, doch nicht. Komm, nimm mal schnell, hallo? Ja, nimm. So. Oh, ich bin viel zu weit vorne. Ganz ehrlich, doch nicht. Mach's einfach Al-Arabiata. Scheiße, gehen die Waffen aus. Okay, den habe ich noch. Was hat denn für eine Waffe? Nimmt ja mal gar nichts. Ups. Will ich noch? Ja. Ich habe keine Munition mehr für gar nichts. Ah, das klappt ja wunderbar. Okay, ich glaube, ich muss den Spielstand nochmal laden, weil ich keine Munition mehr habe. Oder ist das da oben Munition? Ich glaube nicht. Ah, ich habe ja doch noch Munition. Hoppla. Warum lädst du nicht direkt nach? Das ist auch noch meine Lieblingswaffe. Nee, ist jetzt schön. Krieg ich den dann platt? Lebe ich noch? Nimm, kann ich nicht. Bleib. So, ein Ärmchen hat er nur noch. Nur noch ein Winkelärmchen da. Ah! Scheiße. Klar, Scheißendreck. Scheiße. Ach ja, nee, ist doch schön. Ich hab doch kaum noch Energie. Ich hab doch keine Muni mehr, glaube ich. Doch, hab ich noch. Aha. Nein! 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 Ihr verarscht mich! Ihr verarscht mich, Leute! Isaac! Ja. Du hast es geschafft! Ja, ich wundere mich gerade selber. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Hört mal, ich glaube, ich rieche was. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Boah, ich habe ordentlich Munition verbraten, Leute. Ich schwöre euch, ich habe das Level nie vorher gemacht. Nie. Also, halt im letzten Video. Da war das letzte Mal, dass ich das gespielt habe. Aber ohne Witz, ich hab's vorher nicht irgendwie geübt oder irgendwas. Gar nichts. Da blinkt noch irgendwas. Ist das Munition? Medipack. Oh ja, das könnte ich jetzt gebrauchen. Aha, er dann nimmt das automatisch. Okay. Nee, wie lecker. Hey, wie viel Munition habe ich denn noch? Gar nichts mehr. Hier, Impulsprojektile. Scheiße. Okay, ich muss wahrscheinlich wieder gehen. Was fliegt denn da, wollte ich sagen. Ja, ein Kopf. Okay. Ach du Scheiße.
Boah, Leute, ich bin gerade echt total baff über mich selber. Ich meine, ich habe vorhin ein paar Runden Resistance gespielt, Resistance 2 mit dem Frogoggi. Vielleicht habe ich deswegen so ein ganz kleines bisschen noch Gefühl für Ballerspiele, aber... Leute, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ende der Schwerelosigkeit. Ich bin baff. Ich bin so baff. Kann ich das nicht mal wegnehmen? Nee. Okay. Dass das Zeug nicht sofort abstirbt und das Ding wieder frei macht, war klar, ne? Was? Moment nochmal. Was? Ich hab da was gehört. Hört mal, als wenn ich über irgendwas drüber laufe, was man nehmen kann. Hört mal. Ja gut, jetzt nicht mehr. Ist da was? Ist da was? Da ist nichts. Halt! Hier irgendwo. Ich sehe aber nichts. Nee, da ist nichts. Oder? Da ist bestimmt was. Aber ich habe jetzt weder Stase noch Geduld, danach zu suchen. So. Da sind wir wieder. Hurray! Erstmal shoppen gehen. Boah, überall Geräusche, furchtbar. Erstmal shoppen gehen. Oh, Leute. Wie viel Geld habe ich denn? Tonnenweise Geld. Oh, 300. Oh, scheiße. Ich bin so schlecht. Ich kann mir ja nicht mal... Oder kann ich mir... Ich kann mir gar nichts leisten. Im Safe? Was habe ich denn im Safe? Energiekanonen-Munition. Okay. Plasma-Energie für den Plasma-Cutter ist auch zu teuer. Ich werde bekloppt. Inventar. Plasma-Energie habe ich doch noch da drin. Guck mal hier. Was ist denn das dann? Munition für den Plasma-Cutter. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was, hä? Lade ich denn nochmal nach? Lade ich denn nach? Oh, ihr verarscht mich. Okay. Der ist schon nachgeladen, scheinbar. Oh, das war verkehrt. Kann ich die Dose nehmen? Tatsächlich cool. Aber wie schmeiße ich denn Sachen nochmal? Ah, okay. Ich fühle mich verarscht. Ich dachte, ich wäre out of Muni. Jetzt habe ich hier noch Muni. En masse. So, muss ich denn lang... Erstmal speichern, ne? Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Speichern. Wie lange nehme ich denn schon wieder auf? Ja, reicht doch eigentlich. Obwohl, nee, war ja eine kurze Unterbrechung wegen meinen Katzen. Kleinen Drecksviecher. Oh, wer räumt das denn jetzt wieder auf? Wen, die haben das kaputt gemacht? Dann drehe ich am Rad. Ging nämlich letztens erst kaputt. Jetzt fegen die Viecher das wieder vom Tisch. Nein, ich mag Katzen. Ich mag Katzen wirklich, aber... Da gehen sie mir dann auf den Zwirn. Was hat denn weit? Wo muss ich denn lang? Map. Da. Ist das weit? Alter, lass mal sehen. Ach nee, Monorail wieder, hä? Scheinbar. Ja. Ach, die scheint nicht ganz so weit zu sein. La 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 la, ist es schön. Bis zum Monorail gehen wir noch, oder? Würde ich sagen, auch wenn die Folge dann vielleicht ein paar Minütchen länger wird. Und wir hier springen gleich wieder irgendwo aus der Seite. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf dieses Spiel. Ich habe keinen Bock auf Schockers. Schockers. Kein Bock auf Schockers.
ein Aufzug. Und wer hat die Melodie erkannt? Wer die Melodie erkannt hat, in die Kommentare posten. Muhaha. Die irren Geigenspieler wieder. Warum ist das hier so hell? War das vorher auch so hell? Keine Ahnung, ich hab's ja ewig nicht mehr gespielt. Isaac war ja seit fast einem Jahr nicht mehr hier. Ach du Scheiße. Nee, ich geh in keine blutigen Toiletten mehr. Kein Bock. Ach, da sind wir schon. Ja, fein. Fein, ist das fein. Fein, dass man hier nichts aufnehmen kann. Zigaretten, jetzt eine Zigarette. Ich bin nicht Raucher, aber jetzt würde ich eine Zigarette nehmen. Mal so ein Ding in Aktion erleben. Das wäre so toll, aber es funktioniert irgendwie nicht. Isaac darf nichts trinken. Darf den Helm nicht abnehmen und sein sexy Aussehen zeigen. Na gut, okay. Ich würde sagen, wir wechseln noch einmal das Gebiet. Was? Nix, gut. Fetisch. Treibhauseffekt. Kapitel 6, Gefahr für die Umwelt. Abgeschlossen. Nee, wie schön. Fortschritt speichern? Ja, selbstverfreilich. Ja, das können wir jetzt da mal speichern. Weiter geht es. Ach du Scheiße, Kapitel 7 ins Leere. Oh, das sind wieder so... Was? Abbaudeck? Das sind wieder so vielversprechende Titel von den Spielen. Ich echt plack. Krisch plack. Aber wir machen ja jetzt eh hier einen Cut. Und zwar genau hier. Muhaha. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat oder sonst irgendwas Konstruktives zu diesem Video. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ein Abo. Oder und ein Abo. Wenn nicht schon geschehen und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei Let's Play Dead Space. Bis dann. Ciao.